Herzlich willkommen wieder von Österreichs nächstes Topmodel 2016 aus dem Baron Palace Hotel in Salhashish. Wir begleiten auch heute die Kandidatinnen der größten österreichischen Modelwahl wieder durch ihren Alltag. Am Programm steht ein Catwalk-Coaching mit den Catwalk-Coaches Viktoria Belitzka und Nurgül Cinarova. Ebenso am Programm ein Mediencoaching mit Renate Wachter, wo die Models auf Englisch vorbereitet werden, um bei der Pressekonferenz sich bestmöglich in Szene zu setzen. Auch am Programm steht für die Gruppe 2, die etwas später angereist ist, das All About Model Business Coaching. Währenddessen hat die andere Gruppe ein Shooting mit unseren beiden Fotografen Albert Stern und Reinhard Fürstberger. Also wieder ein großes Programm. Viel vor für den heutigen Tag. I'm sitting here with Arantxa Martinez Romero, one girl of Jade Models Mallorca. Arantxa, what are you doing here at Jade Models event with Österreich's Next Top Model? I'm here as a part of the team, and in my free time I'm doing some shootings and all these things, yeah. And how do you like the Baron Palace Hotel in Salhashish? Oh, I love this hotel. It's just amazing because it's like a paradise, yeah. And you can do a lot of things here, like yoga or, I don't know, dance. There are some shows. It's amazing. You had a photo shooting today, and do you think the pictures will be helpful for your career? Yeah, I think so, because with this weather and also with this scenery, I think it is going to be amazing for my career. Yes. And also the photographers are super professional, and yeah, I think so. Hallo, ich bin die Miriam. Ich bin hier beim Model Camp 2016 der Make-up Artist. Ich führe in Wien eine Visagistenschule, die Vienna Make-up Artist Academy. Mein Part hier ist es, den Mädels Tipps und Tricks zu zeigen, wie man sich richtig schminkt, eben für den Laufsteg oder eben für Shootings. Und ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich hier sein darf und freue mich auf die weiteren Tage.